bei Get to Know die Gruppe Leuchtkraft. Sie stehen mit ihrem neuen Stück Tigermilch in den Startlöchern. Und jetzt gleich seht und hört ihr ein Wohnzimmerinterview mit der Regisseurin Julia Kneusel und den beiden Schauspielerinnen Ivana und Angela. Viel Spaß dabei! Ihr habt ja gerade für euer neues Stück Tigermilch geprobt und Tigermilch erzählt ja nicht nur vom Heranwachsen von Liebe und Sex, sondern auch von Ehrenmord, Krieg und Abschiebung. Woher kam denn die Idee für euer Stück? Ein ganz lieber Freund hat mir vor 6 oder 7 Jahren den Roman Tigermilch empfohlen und ich bin schon lange mit Julia befreundet und wir wollten schon immer auch zusammen arbeiten. Und ja, vor 2 Jahren habe ich dann zu ihr gesagt, hey, lies das doch mal. Das gefällt mir sehr gut. Und sie hat es gelesen und es war uns dann eigentlich sehr schnell klar, dass das das Projekt ist, was wir gerne machen würden. Kannst du in 1, 2 Sätzen kurz zusammenfassen, um was es in dem Stück geht? Geschichte von einer großen Freundschaft von 2 Teenagern, 2 Mädchen, Nini und Jamila. Den beiden geht es im Grunde darum, endlich das erste Mal zu erleben. Diesen Sommer soll es sein. Aber es kommen Dinge dazwischen, die das Leben schwierig machen und auch die Freundschaft auf eine harte Probe stellen. Sie werden Zeuginnen eines sogenannten Ehrenmordes und das treibt so einen Riss durch diese Freundschaft. Also bringt sie in Konflikte, sollen wir zur Polizei gehen oder nicht. Also es ist eine ziemlich harte Geschichte, auch eine sehr spannende Geschichte. Liebe Ivana, was hat dich denn an dem Stück und an dem Thema besonders berührt? Also besonders berührt hat mich, also abgesehen davon, dass man wieder sich mit dem selber beschäftigt, was einem so widerfahren ist, als man in dem Alter war, als man so 14 war, ist es, dass die Jamila immer wieder Briefe bekommt. Sie kriegt Briefe vom Ausländeramt, also besser gesagt ihre Mutter. Und die beschäftigen sie halt immer wieder. Und dadurch, dass das einfach so Realität ist, hat mich das schon auch zum Nachdenken gebracht. Und wie war euer Probenprozess? Probenprozess, ich beginne ganz gern mal mit Improvisation. Also das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich die Spielerinnen gebeten habe, so ich glaube eh in der ersten Probenwoche ganz zu Beginn, bitte spielt doch einfach mal das ganze Stück, aber ohne den Text. Hatten wir da so eine längere Session und da haben wir ganz viel Material gesammelt, wie gehen wir um mit diesem Text, was für eine Spielform könnte das sein. Und dann sind wir so sukzessive Szene für Szene durch dieses Stück durchgegangen. Ich komme auch jetzt hier schon zur letzten Frage. Was wünscht ihr euch denn dann für eure Premiere? Ich wünsche mir Publikum, ganz viel. Jugendliche, die kommen und sich das Stück anschauen und anschauen können und wollen. Dass es die Leute bewegt und zum Lachen bringt. Wenn euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben und wenn es euch interessiert, dann folgt uns doch auf Instagram. Nini Jamila ist unser Account.